Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself Inspiration. Ich bin Klo und herzlich willkommen zu einem sommerlichen Eisvideo. Ich zeige euch ein super einfaches, selbstgemachtes Joghurt-Eis, was ihr super gut variieren könnt. Also ihr braucht Joghurt als Grundzutat und alles andere könnt ihr mischen, wie ihr möchtet. Ihr könnt zum Beispiel Süßigkeiten dazu tun. Ich habe hier Mini-Bounties und ein paar Waldfrüchte. Ihr könnt Bananen dazu tun, ein bisschen Nutella, ganz wie ihr wollt. Auch Marmelade eignet sich super gut, um das Ganze so ein bisschen zu verfeinern. Und ihr braucht auch keine Form dafür oder einen Eisstiel. Ich benutze einfach den Löffel, den ich auch zum Mischen benutze. Und ich friere das Ganze in dem Joghurtbecher ein. Super praktisch. Als erstes mache ich den Joghurtbecher einmal leer. Und gebe den Joghurt direkt hier zu den Früchten dazu. Ein bisschen durchmischen. Ihr seht, färbt sich direkt richtig schön rosa. Super lecker. Dann mache ich jetzt so, dass ich ein Bounty klein krümle. Das breche ich in so ein paar Stückchen und schmeiße es einfach direkt unten rein. Das wird dann direkt die Spitze von meinem Eis. Und dann löffel ich den Joghurt wieder hinein. So zwei, drei Löffel drauf. Dann kommt das zweite Bounty. Das lasse ich in diesem Fall ganz einfach oben drauf stecken. Den Joghurt weiter drauf löffeln, bis der Becher fast voll ist. Und dann stecke ich einfach den Löffel möglichst tief und möglichst mittig hinein. Klappt bei mir hier ganz gut. Und dann einfach einfrieren. Nach ein paar Stunden ist der Joghurt dann komplett gefroren. Und ihr seht, ich bekomme ihn nicht so einfach hier aus dem Becher heraus. Dafür stelle ich ihn jetzt hier einmal so ein bisschen in warmes Wasser. Man kann auch einfach warmes Wasser drüber laufen lassen, über der Spüle. Es bewegt sich schon. Und hier kommt jetzt mein Joghurt Bounty Beereneis. Super lecker, eine richtig schöne große Portion. Und wirklich nur mit Sachen gemacht, die man eh zu Hause hat. Mit Löffeln, mit einem Joghurtbecher, wo der Joghurt direkt drin war. Und eben mit warmem Wasser, um das Ganze rauszulösen. Ich esse jetzt mein Eis und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr ja Lust, mir in die Kommentare zu schreiben, wie ihr das Ganze kombinieren würdet. Was ihr für Beeren benutzen würdet, für Schokolade. Schreibt es einfach alles unten rein. Und vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Dafür einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration. Kids Klo. Tschüss!